Hallo und herzlich willkommen zu ISH Digital am Donnerstagmittag. Heute unter anderem mit Pop-up My Bathroom. Was sind die Badtrends 2021? SAK TV im Interview mit Jens Wischmann. Ja, dazu kommen wir gleich. Direkt kurz vorher noch ein Hinweis, denn wir sind schon an Messetag Nummer 4. Aber noch immer können Sie sich zu den Livestreams der Aussteller anmelden. Den ganzen Tag gibt es heute und morgen noch ein volles Programm. Morgen früh zum Beispiel um 9.15 Uhr präsentiert sich Hans Grohe. Was es 2021 Neues bei dem Unternehmen gibt, erfahren Sie ganz übersichtlich dann in einer halben Stunde. Und das ist natürlich nur ein Tipp. Weitere erhalten Sie, wenn Sie mögen, in unserer Sendung morgen früh um 9. Ja, aber jetzt zu den Badtrends 2021. Pop-up My Bathroom, die Ausstellung gehört ja auf der ISH schon zum Inventar. Auch bei der digitalen Version in diesem Jahr ist sie tatsächlich und in echt in Frankfurt aufgebaut. SAK TV war stellvertretend für sie vor Ort. Drei Trends gibt es dieses Jahr. Darüber haben wir mit Jens Wischmann von der VDS gesprochen. Ja, Herr Wischmann, man darf sich ja geehrt fühlen, hier auf der ISH zu sein, tatsächlich in Frankfurt im Forum. Hier sehen wir einige Aufbauten, Pop-up My Bathroom. Sie sind schon einige Tage hier, vielleicht vorab für die Zuschauer. Wir sind getestet, gerade ganz frisch. Wie ist das so auf so einer Messe, wo sonst Trubel, 200.000 Leute an 5 Tagen sind, so mehr oder weniger alleine unterwegs zu sein? Ja, absolut ungewohnt. Ich bin ganz froh, dass wir so einen Ankerpunkt haben mit diesen Trendaufbauten. Das haben wir ja bei allen ISHs in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gehabt. Und das ist so ein Startpunkt irgendwo, wo man sagt, etwas Reales zum Anfassen. Das andere ist ungewohnt. Wir haben unsere Diskussionsrunden. Das klappte nach Anlauf Gewöhnungssachen sehr, sehr gut. Und es ist etwas ganz anderes. Ich glaube, allen, Sie haben es ja auch geschrieben in der Zeitschrift, es fehlt der direkte Kontakt. Machen wir das Beste draus, zeigen wir, was wir haben. Zeigen wir über das digitale Format vielleicht ein paar Hintergründe mehr auf. Man kann die Dinge auch dann ansehen, wenn man Zeit hat. Und wir müssen es einfach nutzen und freuen uns umso mehr, wenn 23 hoffentlich wir uns alle wieder treffen. Wir sind ja hier, um zu sehen, was Sie an Trends und an Ideen für die Bäder der nahen Zukunft wieder kreiert haben, wie die vergangenen Jahre ja auch schon in diesem Format Pop-up My Bathroom mit der Messe Frankfurt zusammen. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal los und starten mit dem ersten Trend. Ja, wir haben drei Trends identifiziert, wo wir glauben, dass die in der Zukunft doch maßgeblich die Entwicklung des Bades beeinflussen. Das ist natürlich immer ein bisschen willkürlich, was nimmt man? Ich glaube, wir sehen Trends als Veränderungsbewegung, wo man feststellt, da passiert etwas. Und das eine ist natürlich auch durch die Pandemie bedingt das Thema Digitalisierung. Smart Bathroom, also alles das, was zur Steuerung im Bad sich wiederfindet, was unseren Komfort deutlich erhöht, die Sicherheit auch. Und deshalb war Smart Bathroom einer unserer Trends, den wir ausgerufen haben, den wir aufgegriffen haben. Nichts völlig Neues, das gibt es im Bad schon länger. Aber ich glaube, wir sehen jetzt doch die Anwendung mehr akzeptiert wird bei Verbrauchern. Da gab es ja immer noch so ein paar Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass wir jetzt eine ganze Menge mehr sehen. Ob es das Thema Sicherheit ist, Leckageschutz von die Firmen anbieten, ob es das Thema Armaturen ist, berührungslos. Das war ja mehr für den öffentlichen Bereich. Wir sehen auch, dass es den privaten Bereich überschwappt. Gäste-WC, Küchenarmatur, die berührungslos ist. Also wirklich Vorteile, wenn ich eingeseift bin oder dreckig von den Händen bin oder mehrere Mitglieder im Haushalt habe. Wir sehen hybride Armaturen, die bewusst beides haben. Also die gelernten Handgriffe verschwinden ja nicht. Das wollen wir zeigen. Wir wollen natürlich zeigen, die digitale Technik hinter der Wand, Steuerung von Duschsystemen, mit ganzen Duschprogrammen, die hinterlegt sind. Das Thema Medienkompetenz im Bad, so möchte ich es mal nennen, dass es Screens gibt, auch in der Dusche, Wasserfeste, die ganze Duschszenarien auch beleuchten. Also ich glaube, dieser Entertainment-Faktor ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ganz klar, was bleibt? Berührungslose Armaturen habe ich erwähnt, auch berührungslose Drückerplatten, Sensortechnik, WCs, die sich automatisch öffnen, Höhenfarbe gibt es ja auch. Also all diese Dinge, die es wirklich erleichtern. Und ich glaube, sie sind eben, das ist für mich das Neue, sie sind akzeptierter, als das vielleicht früher war. Eben nicht nur ein Gimmick, sondern wirklich ein Mehrwert, den man, wenn man ihn einmal erlebt hat, nicht mehr missen möchte. Das geht weiter beim Thema Licht, ganz wichtiges Thema Licht. Digitalisierung, smarte Technologie, dass ich Beleuchtungsszenarien habe, dass ich Badezimmerbeleuchtung steuern kann. Viel intelligenter Lichtansatz als früher. Wir haben ja beide noch erlebt, wie das früher war in der Lichttechnik. Hauptsache, dass ich kann mich morgens schminken. Aber das sind ja heute ganze Szenarien, die hinterlegt sind. Bluetooth, Alexa-Steuerung, auch ein bisschen Unterhaltung, Entertainment da drin. Oder zum Beispiel Fenster nach draußen, die ich nicht mehr mit dem Vorhang zuhängen muss, sondern sich automatisch den Sichtschutz aufbauen, wenn irgendwie Strom anliegt. All diese Dinge. Badewannen mit Bluetooth-Technologie, Schall,
Wasser wird ja sehr gut übertragen, also auch das gibt es als Neuigkeiten. Ja, und nicht zuletzt Fitness im Bad. Warum nicht eben auch einen großen Spiegel im Bad, wo man sich nochmal richtig, wenn man sich angekleidet hat, nochmal anschauen kann oder Fitnessübungen macht, eine App ist hinterlegt. Also ich glaube, die Akzeptanz der smarten Technologie, die hat zugenommen und da werden wir in der Zukunft noch viel mehr sehen in den deutschen Bädern. Worüber wir sprechen, ist ja ganz klar das private Bad. Solche Trends, wie Sie hier zeigen, einiges war ja schon vor 2 Jahren auf der echten ISH auch zu sehen. Wie lange dauern solche Trends? Haben Sie da Erfahrungen? Ja, ich glaube, wenn wir etwas ausrufen, haben wir doch die Erfahrung gemacht so in den letzten Jahren, dass es dann doch so 2, 3, manchmal eine ISH gebraucht hat, bis die Dinge dann wirklich im Markt ankommen und akzeptiert werden. In der Trenddiskussion, die wir in den letzten Tagen hatten, kam der ganz gute Hinweis, dass man manchmal auch eine neue Generation braucht. Also wir erleben das ja auch, dass vielleicht unsere Kinder oder jüngere Menschen, wenn man das so sagen darf, eher die Dinge adaptieren. Und auf einmal ist wie so ein Dammbruch. Ne? Jetzt will jeder das haben, wo man das vorher noch sehr vorsichtig beäugt hat. Und das ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, manchmal sind wir der Zeit ein bisschen voraus gewesen. Jetzt, denke ich, haben wir genau den Zeitgeist erfasst. Und insofern, deshalb Trends sind Veränderungsbewegungen, die kann ich analysieren, ich kann sie beschreiben, vorhersagen, das ist schwierig. Ne? Aber ich glaube, wir haben es ganz gut umfasst, was sich momentan gerade in der Gesellschaft verändert. Ja, wir kommen jetzt in das Thema Green Bathroom. Nachhaltigkeit, Riesenthema. Beim Thema Trinkwasser wart ihr ja auch mit ganz weit vorne. Initiativen Blue Responsibility, also das ist ein Thema, was uns alle bewegt hat. Das war früher sehr wassergetrieben. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist deutlich umfänglicher geworden, auch im Bewusstsein. Es geht um die Materialien, es geht um die Produktion der Badprodukte, es geht auch um Distribution, Logistik, Einbau. Was passiert mit den Verpackungen? Kann ich das Ganze, wenn ich ein Bad demontiere, auch wieder recyceln? Und all diese Aspekte wollen wir mit dem Thema Green Bathroom mal aufdecken, mal zeigen, was dazugehört. Und so einen optischen Aufhänger braucht man ja da dran. Also deshalb bewusst die Pflanzen. Pflanzenbad gehört auch dazu. Pflanzen sind grün, ist eine Farbe der Natur. Also insofern war bewusst für diese Trendinstallation mal ja, das Eingangstor, ne, von der Außenwelt nach innen. Outdoor-Badezimmer gehört auch dazu. Weil für uns ist das natürlich mehr so ein Symbol zu zeigen. Wir öffnen uns, wir bringen die Natur rein und gucken mal, wie viel Natur sich im Badezimmer wiederfindet. Ja, ich dachte, als ich Green gelesen habe, jetzt wäre die Farbe Grün auf Badkeramiken, auf Badewannen und so wieder eine Trendfarbe. Aber gut, dass man es live sehen kann. Wir kommen gleich zu Living Bathroom. Da ist nämlich Grün die Trendfarbe oder eine der Trendfarben vielmehr. Okay. Und in der Tat, so eine Farbe transportiert ja auch ja, einen Wert, eine Stimmung, ein Gefühl. Und das soll schon ein grünes Gefühl rüber tun. Aber bevor wir weitergehen, letzte Frage noch zum Thema Wasser. Sie haben es ja gesagt. Ne? Wir haben jetzt bei vielen neuen Produkten, gerade auch zum Thema Dusche und, immer wieder gelesen, man bemüht sich, gleiches Duscherlebnis beispielsweise zu erzeugen mit weniger Wasserverbrauch. Ist das ein Thema wirklich im privaten Bad oder weiß jeder, okay, je länger ich dusche, desto mehr Wasser verbrauche ich? Ist das, ich sag mal, auf der Marketingseite wirklich so ein Thema, dass man sagen muss, wir wollen da wirklich ran, diese ökologischen Gedanken auch im Thema oder zum Thema Bad dann nach vorne bringen? Ja, das Thema Wasser ist eine internationale Messe und ich glaube, alle Hersteller sagen, auch wenn Deutschland kein Wassermangelgebiet ist und wir eine ganze Menge schon gemacht haben, denn die Spülmengen, ob es WC betrifft, ob es die Frage ist, wie viel durch eine Duscharmatur läuft, das ist ja schon fast bis zum Anschlag ausgereizt. Aber international ist es ein Thema. Die Produkte werden auch vertrieben, USA, Asien, Afrika. Und natürlich muss jeder darauf achten, wie sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck aus. Und ich glaube, dass diese technologischen Vorsprung, den wir auch haben in dieser wassersparenden Technik ohne Komfortverzicht. Eines ist, wo es weitergehen muss, auch noch großflächiger vielleicht der Einsatz und das einen sehr, sehr wertvollen Beitrag dazu leistet. Keiner will sagen, dass kein Wasser mehr rauskommt. Wir brauchen Wasser, Bad und Wasser gehören zusammen. Das ist das Lebenselement Nummer eins. Das ist das Element des Bades auch. Und die Darreichungsform, wie intelligent ich das mache, darauf kommt es an. Und eben nicht nur vor der Wand, deshalb haben wir gesagt Inside, Outside, unser übergeordnetes Thema, auch hinter der Wand. Wie sieht es aus mit automatischen Absperrungen? Wie sieht es aus mit automatischem Durchfluss? Das ganze Thema der Stagnation, was ich verhindern will. Also Hygiene, genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der natürlich auch dazu gehört. Kommen wir darum, wir haben keinen Trendaufbau Hygiene, wir sagen, es ist ein Trendtreiber Hygiene, spielt überall mit rein. Aber eben, dass man sagt, ich muss es so intelligent machen, da, wenn ich Wasser brauche, dann soll es da sein. Wenn ich es nicht brauche, dann soll ich auch verhindern, dass es irgendwo ja nicht genutzt wird, rumsteht in Anführungszeichen in den Leitungen oder verschwendet wird. Ja, seit Jahren ein Thema, das Bad wird möbeliger, lifestyleiger, Wohnraum
Aspekte spielen eine Rolle. Und deshalb wollen wir mit dieser Installation zeigen, dass dieser Trend, der schon seit Jahren da ist, weiter anhält. Und so wie der Wohnraum sich verändert über die Jahrzehnte, über die Jahre, natürlich auch das Bad, neue Elemente aus dem Wohnbereich halten Einzug, Hölzer, hier Wiener Geflecht, das kennt man vielleicht von den Toni-Stühlen, also auch mal etwas ganz anderes eingesetzt, jetzt auch bei den Badmöbeln. Und wenn ich mir die Badmöbel anschaue, Sitzbänke oder ähnliches, die könnten genauso gut im Flur stehen. Also die Öffnung des Bades zum Wohnraum, ja, findet statt, insbesondere durch Einrichtungsgegenstände, die ich jetzt auch im Bad wiederfinde. Die Formsprache, weiche Formen, die sehr handschmeichlerisch sind, auch bei den Armaturen. Also auch da Dinge, wo man vielleicht die Sinnlichkeit auch der Produkte noch stärker betont als in der Vergangenheit. Also nicht nur technisch das Ganze sind, sondern auch eine Sache, das sehe ich gerne an, überhaupt so diesen kalten, funktionalen Charakter nicht zu überbetonen im Bad. Was uns dabei hilft, ist einmal die Farbigkeit. Das haben wir ja schon vor 2 Jahren auf der ISH vorgestellt. Hier ist auch die Farbe Grün wieder zu sehen, die Sie erwähnt haben. Abgedeckte, softe Farben, eher matt. Das Thema Beige, also diese ganzen grauen, sehr kalten technischen Bäder, ich glaube, da sind warme Farbtöne eher gefragt, die sich auch ganz hervorragend für so ein Mix und Match eignen. Zum Beispiel hier eine schwarze, schwarz-matt-Armaturen, die sonst vielleicht sehr erschlagend wirken, aber dadurch, dass man sie mixt, also durchaus ja, das Ganze bereichern und beleben. Und auch, ich glaube, dass man nicht mehr das Bad aus einem Guss haben will, sondern so einen intelligenten Mix ist natürlich eine besondere Aufgabe für Badgestalter und Baddesigner. Was die Anordnung und die Technik enorm erleichtert, ist natürlich die Vorwandinstallation. Nichts Neues, kennen wir beide schon seit langem. Aber ich glaube, der Einfluss auf die Badarchitektur, der wird jetzt erst richtig erkannt. Wir sehen hier die Installation da vorne. Als solche würde ich sagen, gut, das ist sehr schön gestaltet. Aber was ist das Besondere daran? Das sind die Details. Das sind zum Beispiel Badezimmerspiegel, die eine ganze Menge an Stauraum haben, weil sie richtig in die Tiefe gehen. Und wie kann man das machen? Indem man eben in die Wand reingeht, was die moderne Vorwandinstallation erlaubt. Nischen, die ich unterbringen kann. Hier ein Spiegel nochmal, der besonders aufgehangen ist im Bad. Ich kann die Armaturen deutlich präziser, das ist ja auch wichtig für den Badkunden, ist das Ganze präzise im Wasser? Steht das alles richtig? Ich habe moderne Abläufe, die ganz geschickt sich verstecken, auch ohne den klassischen Siphon und all diese Dinge, was ich direkt in der Integration in der Wand habe. Ja, also das so die Dinge, wie es vor der Wand aussieht. Aber das Spannende ist, was sich dahinter tut. Ja, das schauen wir uns an. Ja, auch das ist natürlich für die Branchenbeteiligten nichts Neues. Aber man kann es nicht häufig genug sagen. Das sind alles die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich habe es eben angesprochen, der Spiegel, der in die Tiefe geht, ob es die Nischen sind. Also bei der Badakademie haben wir immer das zur Planung gemacht, wenn dann irgendeiner so eine Nische vorgesehen hat, die kostet locker 1.000 Euro in der Ausführung. Deutlich leichter, wenn ich sie in der Vorwandinstallation schon berücksichtigt habe. Verstärkung für Haltegriffe, Möglichkeiten für Strom, Wasser. Ich weiß ja gar nicht, was noch alles kommt an neuen Technologien. Und insofern ist das Thema Vorwand noch lange nicht ausgereizt. Über das Thema Vorfertigung hat ja die ERS auch schon berichtet. Das wird auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wie gesagt, Inside, Outside, was vor der Wand ist, wird durch hinter der Wand immer mehr bestimmt. Und die intelligente Verbindung dieser beiden Systeme, das ist unser Ansatz. Ja, spannend mal in so einer Installation zu sehen. Von daher macht es Sinn, real sich sowas anschauen zu können, auch mal anfassen zu dürfen. Ich wollte noch einmal zurückgehen zu dem Thema Schwarz. Weiße Armaturen, überall, wo wir bisher schon reinschauen durften oder ein paar Dinge sehen durften, war matt-schwarz, matt-weiß die Trendfarbe bei Armaturen. Würden Sie das so bestätigen momentan? Ja, mit Trendfarben ist das immer schwierig. Wir haben ja am Freitag auch Living Bathroom, unseren Talk, und da ganz bewusst wird auch gesagt, Trendfarben, sehr, sehr heikles, schwieriges Thema. Es sind, glaube ich, eher Farbpaletten. Ja. Farbigkeit ist zurückgekommen, ganz knallig will man es nicht haben. Aber neben dem Chrom kann Schwarz und Weiß natürlich wunderbar zu diesem Mix und Match passen. Es fügt sich ein und ergänzt das Ganze und kann mal so ein Highlight bringen, ohne zu sagen, oh Gott, ich gucke direkt drauf, sondern es passt von der Grundtenor, von der Farbigkeit eben zu den Einrichtungsgegenständen, die ich habe. Insofern, ja. Ja, Herr Wichmann, vielen Dank für die kurze Einweisung in diese 3 Trendinstallationen. Ich glaube, da war das ein oder andere spannend dabei. Ihnen alles Gute noch für morgen, für die letzte Diskussionsrunde, kann man sagen. Und dann hoffentlich 2023 wieder live und präsent mit vielen, vielen Besuchern, die das zu sehen bekommen. Das hoffen wir auch. Und ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Und ja, klicken Sie rein, schauen Sie sich an, was wir noch bis zum Ende der ISH und natürlich auch danach noch vorrätig haben digital. Ja, wenn man das hört und sieht, kriegt man ja direkt Lust auf ein neues Bad. Dafür gibt es bei der ISH Digital natürlich noch viel mehr Anregungen. Eine kommt zum Beispiel von Villeroy & Boch. Das Unternehmen zeigt in diesem Jahr seine Aufsatzwaschtische Artis in neuen Farben, wie etwa in Indian Summer, Sash Green, Rust und Bordeaux. Alles entworfen von der deutsch-dänischen Designerin Gesa Hansen. Die bestehenden Töne Ocean, Fog und Powder sind neben den neuen weiter im Sortiment. Wer weniger Farbe bevorzugt, auch Weiß, Coal Black und French Linen hat Villeroy & Boch im Angebot. Artis Aufsatzwaschtische sind in den 4 Formen rund, oval, quadratisch und rechteckig erhältlich und können mit Möbeln der Kollektion Finien und Legato kombiniert werden. Welche Farben und Oberflächen dabei am besten harmonieren, verrät Villeroy & Boch künftig mit einem sogenannten Color Wheel auf Basis der Farbtheorie. Und wir bleiben beim Thema Farbe. Das hat dieses Jahr auch Hansa auf dem Schirm. Das Unternehmen setzt allerdings auf die Trendfarbe Schwarz und zwar mit der neuen Matte Black Edition. Elegant und gleichzeitig markant, so beschreibt Hansa die neuen Armaturen. Bei der mattschwarzen Oberfläche handelt es sich, so das Unternehmen, um eine qualitativ hochwertige Beschichtung mit einzigartiger Farbzusammensetzung. Diese zeichnet sich durch enorme Belastbarkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Zusätzlich reagiere die matte Oberfläche weniger sensibel auf Wasserspritzer und Fingerabdrücke, was eine langanhaltend einwandfreie Optik gewährleiste. Das war's für den Moment. Noch mehr Produktneuheiten der ISH Digital 2021 sehen Sie heute Nachmittag bei uns. Ab 17 Uhr geht's los. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Messetag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.